So, ich denke, den nehmen wir hier mal mit. Der hat reichlich Dunkles für uns. Wir rushen hier einfach mal rein. Und damit ein herzliches Willkommen bei mir, dem Toto, aka Thorsten und beim Clan True Warriors. Ich bin ja derzeit so ein bisschen am Farmen, so hier und da, und gehe zurzeit ein bisschen vermehrt auf das Dunkle, wie man hier sieht. Ich denke mal, das gelingt mir auch ganz gut. Ich habe ja so ein bisschen... Ja, ich will jetzt nicht sagen eiserne Ziele, aber ich möchte ganz gern meine Queen ja auf 40 bekommen und versuche dementsprechend hier auch so ein paar dunkle Ressourcen für mich rauszuspielen. Und da checke ich natürlich hier basemäßig, was auch vor allen Dingen mit meiner kleinen Kobi-Armee geht. Und ihr seht selber, da geht richtig was ab hier. Hier allerdings schon mal ein bisschen friesen und lasse hier noch ein paar laufen, aber wir haben das Dunkle in der Mitte bekommen und das war eigentlich mein Ziel. Wir lassen jetzt noch mal die Riesen hier so ein bisschen in Wut mit dem King laufen. Ach, der King ist jetzt schon gestorben. Der Wut war unnütze, aber es ist nicht ganz so tragisch. Wir haben uns auch nicht das RH gekrallt. Oftmals krallen sich die Kobolde auch gerne mal das RH und ich würde sagen, hier geht für uns nicht mehr wirklich viel. Ja, okay, da ist noch der Minenwerfer gewesen. Ist nicht ganz so tragisch. Waren 2700 Dunkles. Ich habe ja das harte Ziel, dass ich in 4 Tagen und 17 Stunden meine Queen wieder hinlege. Das heißt, ich werde wohl den Wochen-NCK mitspielen, werde aber dann die Queen auf 40 hoffentlich schlafen legen, 83.000. Das ist jetzt nicht gerade so die Masse an Ressourcen, die ich dafür habe. Mal eben nach. Und ja, das passt. So. Mal nach hinten. Ich muss sagen, zu dem Event, das hat mir nicht wirklich zugesagt als Rathaus-Szener, das Heiler-Event. Ich habe zwar immer einen Heilzauber mitgenommen, aber so richtig wirklich cool war das nicht. Ich freue mich in jedem Fall auf das Ballon-Event. Das wird nochmal richtig gut. Das bringe ich hier auch richtig groß raus, muss ich sagen. Worüber ich eigentlich mit euch diskutieren wollte, ist, brauche ich wirklich Social Media? Ich habe ja schon eine gewisse Zuschauerzahl erreicht und freue mich auch über die vielen Kommentare. Ich habe Dorfbesuche, Anfragen bekommen, denen ich noch nicht wirklich nachkommen kann. Das versuche ich mal so ein bisschen in Einklang zu bringen, wenn ich unter Umständen mit dem Thorsten-Account, vielleicht mit einem anderen Account, ich habe ja noch ein oder zwei mehr Accounts in der Hinterhand und freue mich aber trotzdem wirklich, dass ich überhaupt solche Sachen erreicht habe, dass sich Leute hier für den Kanal interessieren, dass es denen gefällt, was ich hier zeige, was ich hier mache, und würde natürlich gerne eine größere Schaft erreichen. Das heißt also, unter Umständen erreicht man die natürlich über die Social Media. Ich hatte dort schon mal Accounts. Wer mich ein bisschen tiefer kennt, weiß, beziehungsweise wundert sich eigentlich, warum hat ausgerechnet Toto überhaupt keinen Social Media Kanal, weder Twitter noch Facebook noch irgendwo was anderes. Unter Umständen ist es ja mal wieder notwendig, dass ich das aufbaue. Ihr könnt das vielleicht mal in die Kommentare schreiben. Vor- und Nachteile, warum es vielleicht doch besser ist, das zu machen oder es zu lassen. An Twitter habe ich jetzt schon gedacht. Ich denke mal, da kann ich mich so ein bisschen eher mit identifizieren. An den anderen weiß ich noch nicht. Man muss den Content auch immer ein bisschen up-to-date halten. Und da tue ich mich dann doch eher schwer mit. Das ist sicherlich dann doch eher zeitbedingt. Und das macht es mir einfach nicht einfacher, sondern eher schwerer. Ich möchte hier lieber jeden Abend eine qualitativ hohe Folge für euch bringen, um euch so ein bisschen was zu zeigen, um euch so ein bisschen was zu sagen. Einfaches, ganz normales Clash-Leben, so muss man es ja auch sagen. Und also einfach, ich bin ich, ihr seid ihr und so ist das Leben, so ist das Clashen hier.
Ich wollte es einfach nur mal klarstellen, dass ich einfach bin relativ begeistert auch, muss ich sagen, von dem, was mich da erreicht. Ich hätte das nie gedacht, denn der Kanal war eigentlich mal zu was ganz anderem gedacht. Und irgendwann spinnt man ja ein bisschen weiter. Ihr habt das ja schon mal mitbekommen. Ich bin sehr verspielt, auch mit meinem ja, etwas höheren Alter. Macht mir das super Spaß hier, mich in gewisse Sachen einzuarbeiten und noch dazu zu lernen. Ich meine, man lernt sowieso jeden Tag irgendetwas dazu. Meistens sowieso immer an Erfahrung. Und bin ich eigentlich dazu gekommen, etwas mehr zu zeigen. Macht mir einfach Bock, euch das mitzuteilen, um das Ganze so ein bisschen zu teilen und nicht nur so für mich zu halten. Es macht dem Clan, glaube ich, auch Spaß. Auch dort habe ich durchweg positive Erfahrungen. Und aber wie gesagt, ihr könnt mir das einfach mal in den Kommentaren niederschreiben, was ihr oder wo ihr der Meinung seid, dass ich vielleicht doch irgendwo socialmäßig etwas machen müsste, um noch so ein bisschen mehr meine Community zu erreichen, die hoffentlich auch meinen Kanal hier abonniert. Also abonniert mich ruhig, ihr verpasst dann kein Video. Ich bringe jeden Tag ein Video, versuche es zumindest. Bisher ist mir das gelungen. Ich denke mal, das gelingt mir auch demnächst. Und zum Ende dieser kleinen Folge, die ich hier zwischendurch gemacht habe, wollte ich aus unserem letzten Clankrieg zwei wirklich gute RH11-Kämpfe zeigen. Ich muss sagen, das hat mich richtig gefreut. Nämlich die von unserem Joker Chris. Der hat in dem laufenden Clankrieg oder im letzten Clankrieg, den wir ganz gut gewonnen haben, der Gegner, ich habe ihn eigentlich ein bisschen stärker eingeschätzt. Sie hatten doch viel, viel mehr Neuner. Gerade im unteren Bereich haben wir überhaupt nichts gerissen. Da mussten unsere mittleren Neuner aus den unteren Basen die Sterne holen. Aber hier im oberen Bereich kann ich nur den Joker hervorheben, muss ich sagen. Das war richtig klasse, was er hier aus der 1 und aus der 2 rausgeholt hat. Ich würde auch gerne beide nochmal sehen, denn ich habe auch nur einen live gesehen, den anderen habe ich in der Wiederholung geguckt. Und das ist eine echte Entwicklung hier. Das hat mich wirklich gefreut und nochmal ein Gruß an den Joker. Dass es ihm hier wirklich mal richtig gelungen ist, richtig gute 4 Sterne für den Clan zu holen. Die waren nämlich auch unter Umständen wichtig. Wir haben zwar hoch gewonnen, aber diese 4 Sterne hier haben da sicherlich zu beigetragen. Zumal man auch sagen muss, wenn so gut angegriffen wird wie hier, dann demoralisiert man den Gegner auch mal schnell. Und so sind wir auch selber. Das heißt, wenn unser Gegner richtig krass angreift, dann gucken wir auch erstmal ganz schlau in die Röhre und denken, ach hey, je, nee. Aber das, was Joker hier in den beiden Kämpfen abgeliefert hat, war richtig gut, muss man wirklich sagen. Hat ihn auch gefreut und ich glaube, das sieht mein gesamter Clan so. Das ist eine echte Entwicklung, dass hier solche Bases, ich will jetzt nicht sagen easy gezweisternt werden, aber dass sie gut gezweisternt werden, sicher gezweisternt werden und dementsprechend hat er auch ganz, ganz spät nochmal die 1 angegriffen. Hier war noch kein Stern drauf und typische Ringbase hier im 11er Bereich. Er hat sich so ein bisschen auch jetzt auf den Queen Walk spezialisiert, wie man hier sieht. Ich finde selber, hatte ich auch schon danach kurz geschrieben, dass er die Wutzauber hier hätte locker sich aufsparen können. Ich meine, da hat jetzt echt nur ein Bogen auf die Queen geschossen und sie ist auch immerhin schon 34. Aber da kann man sich das eigentlich sparen. Jetzt schießt er fast gar nichts erstmal auf die Queen. Kommt hier dann mit dem Bolan. Wo soll sie auch anders hin als in die Mitte? Also richtig gut gefunnelt hier. Ich war jetzt nicht sprachlos, aber ich muss sagen, der Joker war hier der Joker. Keine Frage, finde ich, ist der Man of the Match hier, Man of the Clan War. Und so waren das hier auch wieder schöne, hohe 2 Sterne mit netten Prozenten. Die Prozente haben in diesem Clankrieg nicht unbedingt gezählt, weil wir sternmäßig ja doch weit vorne lagen und ich aber diese beiden Kämpfe hier nochmal hervorheben wollte. Richtig gut, richtig krasser RH11-Angriffe. So darf das oben ruhig weitergehen. Im unteren Bereich
brannte hier überhaupt nichts an. Ja. Auch wenn wir nur einen RH8 hatten, nämlich den hier unten. Den Rest Neuner waren, auch unsere Neuner haben wieder überzeugt. Alle haben ihre Angriffe gemacht. Auch wieder sehr, sehr nice. Und nach wie vor suchen wir Mitglieder. Wir sind 41 von 50 zurzeit, werden aber am Wochenende einen großen CK spielen. Ich denke mal ein 30er hier drin sein. Und unser Kriegslog ist im Moment so ein Auf, Ab, Auf, Ab, Auf, Ab. Ist aber auch nicht so tragisch. Jeder entwickelt sich und wir clashen hier relativ ungehemmt weiter. Ich hoffe, die kleine Folge hier hat euch gefallen. Wenn das so ist, dann lasst mir ein Abo da, lasst mir ein Like da und dann sehen wir uns morgen in einer neuen Folge von mir, dem Toto, der clasht.